story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Behind all of Malachi's Der gesamten Predigt von Malachi liegt ein Konzept von Gott zugrunde. Es gibt Gott einen Rahmen. Und es ist wichtig, diesen Rahmen zu umreißen, bevor wir uns die einzelnen Prophezeiungen ansehen. Malachi sieht Gott in drei Funktionen, wie das gesamte Alte Testament. Aber leider neigen die Menschen, die das Alte Testament nicht lesen, dazu, diese drei Dinge zu vergessen. Wir lesen das Neue Testament und sehen Gott als den liebenden Vater. Und das ist er auch. Doch diese drei Dimensionen Gottes im Alten Testament sind von entscheidender Wichtigkeit. Er ist der Schöpfer in unserer Vergangenheit, der König in unserer Gegenwart und der Richter in unserer Zukunft. Und wir müssen alle Dinge durch die Linse dieses Gottesbildes betrachten. Gott als den Schöpfer, von dem wir herkommen, den König, unter dem wir leben, und den Richter, zu dem wir gehen werden. Das ist hier das Gottesbild, genauso wie im gesamten Alten und im Neuen Testament. Die liebende Vaterseite ergänzt es, aber sie ersetzt es nicht. Es ist sehr wichtig, dieses gottesfürchtige Konzept als Grundlage zu haben. Die ersten, auf die er losgeht, sind die Priester, und er tut es zweimal. Es ist interessant, dass Gott hier als Vater und als Herr gesehen wird und respektiert werden sollte. Aber stattdessen behandeln sie Gott mit Verachtung. Und plumpe Vertraulichkeit erzeugt Verachtung. Ich möchte es noch einmal deutlich sagen. Ich vermisse die Gottesfurcht in vielen, vielen Gottesdiensten heute, wo Gott mit Vertrautheit, aber nicht mit Ehrfurcht und Respekt behandelt wird. Genau deshalb, sagt Malachi, bringt ihr Priester Gott in Verruf und Unehre. Ihr gebt ihm einen schlechten Ruf. Ihr solltet ehrfürchtig sein, doch ihr seid es nicht. Und ich werde euch auch nicht so nennen, weil ihr Gott nicht verehrt. Und die Priester fragen, wie zeigen wir Gott Verachtung? Er sagt in zweierlei Hinsicht, ihr bringt billige Opfer dar. Anstatt das beste Lamm zu wählen, wählt ihr das schlechteste. Ihr nehmt blinde und verkrüppelte Tiere entgegen, um sie Gott zu opfern, für die sonst niemand Verwendung hat. Und ihr billigt das. Ihr gebt Gott weniger als euer Bestes. Das zeigt ihm Verachtung. Zu eurem Statthalter, dem persischen Statthalter, würdet ihr nicht mit einem blinden, verkrüppelten Lamm als Geschenk gehen. Aber ihr geht damit zu Gott. Das ist ein vernichtendes Argument, nicht wahr? Man gibt Gott das, was übrig bleibt, und einem anderen gibt man das Beste. Er sagt, so macht ihr das, und fügt hinzu, Gottes Name ist groß unter den Nationen, aber nicht unter euch. Die Heiden haben mehr Ehrfurcht vor Gott als ihr. Ziemlich niederschmetternd. Dann erklärt er, die zweite Art und Weise, in der ihr Gott eure Verachtung zeigt, ist das Halten von populären Predigten. Ihr solltet Gottesbote sein, doch ihr gebt den Leuten, was sie hören wollen. Ihr solltet sie das Gesetz lehren, ihr solltet gottesfürchtig sein, nicht menschengefällig. Hier haben wir wieder eine grundlegende Versuchung und einen Druck für die Menschen, die Gott in der Kirche dienen. Es ist so einfach, den Menschen das zu geben, was sie hören wollen. Und sie nicht zu beunruhigen, denn wenn man sie beunruhigt, wird man nicht wieder eingeladen. Sehen Sie? So forderte Malachi die Priester ausdrücklich heraus. Er sagt, ihr zeigt Gott Verachtung. Und sie fragten, wie tun wir das? Seine Antwort, indem ihr Gott weniger als das Beste als Opfer gebt und Predigten haltet, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, sondern dem Willen der Menschen. Diese Dinge sind absolut zeitgemäß, oder? Malachi erinnert sie an Gottes Bund mit Levi, mit den Priestern. Dass sie nicht arbeiten müssen, dass sie von den anderen unterstützt werden, vorausgesetzt, sie lehren die Menschen, den Herrn zu fürchten. Malachi sagt, ihr erhaltet zwar euren Lebensunterhalt, aber ihr lehrt die Menschen nicht, den Herrn zu fürchten. Ihr lehrt sie weder Ehrfurcht noch Ehrerbietung. Ihr solltet ihnen darin ein Vorbild sein. Den levitischen Priestern wurde gesagt, dass die Menschen in der Lage sein müssten, all diese Dinge auch an ihrem eigenen Leben abzulesen, statt sie nur zu hören. Malachi sagt, eure Lippen und euer Leben müssen dieselbe Botschaft vermitteln. Doch das tun sie nicht.
Er fährt fort, ihr steht bereits unter einem Fluch und noch Schlimmeres kommt auf euch zu, denn viele von euch und eure Kinder werden sterben. Euer Priestertum wird enden und eure Familie wird nicht länger Teil des Priestertums sein, wenn ihr so weitermacht. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Mit anderen Worten, sie waren nachlässig und sorglos geworden. Und ich bin wieder einmal bestürzt darüber, wie salopp manche Menschen die Anbetung Gottes handhaben. Als ob es einfach nur darum ginge, ein paar Lieder zu singen. Wir sind hier, um den allmächtigen Gott anzubeten. Sie taten damals zwar das Richtige, aber sie taten es auf die falsche Weise. Als nächstes wendet sich Maleachi dem Volk zu. Und da gibt es fünf Dinge, die zeigen, dass sowohl ihr Glaube als auch ihr Verhalten nachließen. Die ersten beiden Beispiele stehen für einen zerrütteten Glauben, für gebrochene Bündnisse. Das erste grundlegende Problem waren die Mischehen. Ihre jungen Leute heirateten außerhalb des Volkes Gottes, was nach Gottes Worten niemals sein darf. Das gilt für die Kirche genauso wie für Israel. Wir sollen nicht mit Ungläubigen unter einem ungleichen Joch gehen. Wussten Sie, dass der Oberrabbiner dieses Landes vor einer Woche im Radio gesagt hat, die größte Sorge sei, dass so viele jüdische junge Männer in diesem Land nicht jüdische Mädchen heirateten, dass die Juden wahrscheinlich in etwa 10 Jahren ihre Identität in diesem Land verlieren würden. Das geschah damals und es geschieht auch heute in der Gemeinde. Wenn du ein Kind des Teufels heiratest, wirst du Probleme mit deinem Schwiegervater bekommen. Das sollten wir unseren jungen Leuten sagen. Es führt zu einem lebenslangen ungleichen Joch, das scheuert und reibt und großes Unglück verursacht. Das zweite Problem waren die herzlosen Scheidungen, die inzwischen weit verbreitet waren. Die Männer wechselten ihre Ehefrauen. Sie waren in das hineingeraten, was wir konsekutive Polygamie nennen. Simultane Polygamie ist, wenn Männer mehr als eine Frau gleichzeitig haben. Konsekutive Polygamie ist es, wenn sie so viele Frauen haben, wie sie wollen, vorausgesetzt, sie nehmen sie eine nach der anderen. Und ich sage Ihnen, das ist gerade jetzt in der Gemeinde der Fall. Die Pastoren wechseln jetzt ihre Frauen. Doch warum sollte es in Ihrem Fall schlimmer sein als für Gemeindemitglieder? Wir sind alle Brüder in Christus. So etwas geschah also zur Zeit Maleachis. Es gab überall Scheidung und Wiederheirat, innerhalb von Gottes Volk. Das schmerzte Gott, denn jede Ehe wird vor Gott geschlossen. Ob auf dem Standesamt, im Garten Eden oder in der Kirche, jede Ehe ist für Gott ein heiliger Bund. Und jede Ehe untersteht dem Gesetz Gottes. Und Gottes Gesetz besagt, laut Jesus, dass jeder, der sich scheiden lässt und wieder heiratet, Ehebruch begeht. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass die meisten Prediger heute furchtbare Angst haben, diesen Vers zu zitieren. Geschweige denn darüber zu predigen, weil es zu viele Menschen verärgern würde. Der Pastor in einer Gemeinde in den USA hat mich sogar ärgerlich zur Rede gestellt, weil ich diesen Vers in seinem Gottesdienst vorgelesen hatte. Er sagte, du hast die Hälfte meiner Gemeinde aufgebracht. Tatsächlich fand ich heraus, dass er dazugehörte, denn er war schon zum dritten Mal verheiratet. Maleachi hatte sich diesem Problem gestellt und wir müssen dasselbe tun. Allerdings ist es wahrscheinlich das Unpopulärste, was man in der heutigen Gemeinde tun kann. Machen wir weiter. Gott sagt einfach, ich hasse Scheidung. Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen erzählt habe, dass wir in unserer Gemeinde die gesamte Bibel am Stück durchgelesen haben? Eine Dame, die ich nicht kannte, fragte, ob sie eine Viertelstunde vorlesen dürfte. Sie kam in die Kirche, um ihre 15 Minuten zu lesen. Danach wollte sie direkt zu ihrem Anwalt gehen, um sich scheiden zu lassen. Doch sie las Maleachi und stellte fest, dass dort stand, ich hasse Scheidung. Und das Ergebnis war, dass sie nie zu diesem Anwalt ging. Ein Zufall? Nein. Gott weiß, wie man mit Menschen umgeht. Dann geht Maleachi auf die skeptischen Fragen des Volkes ein. Er beschuldigt sie, den Bund zu brechen, und sie fragen, was brechen wir? Er sagt, ihr brecht den Bund miteinander, denn die Ehe ist ein Bund, und ihr brecht den Bund, indem ihr außerhalb von Gottes Volk heiratet. Die Menschen, mit denen er sprach, hielten sich für unschuldig und es gefiel ihnen nicht, dass der Prediger sie anklagte. Wie, was können wir tun? Aber er erklärte es ihnen bis ins Detail. Ich habe festgestellt, dass es den Leuten nichts ausmacht, wenn man allgemeine Aussagen trifft. Wenn man aber konkret wird, dann tut es weh. Und dann sagen die Leute zum Prediger, halt den Mund. Skeptische Fragen. Das, sagt Maleachi, ist für Gott wirklich ermüdend. Ihr fragt, wie kannst du an einen Gott der Liebe glauben, wenn so etwas geschieht? Wie könnt ihr es wagen, solche Fragen zu stellen?
Ihr fragt, wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Wie könnt ihr es wagen, diese Frage zu stellen? Das Gericht wird kommen. Es kommt nicht nächsten Freitag. Es passiert bei Gott nicht sofort. Das liegt an seiner Geduld mit uns. Aber beschuldigt Gott niemals, ungerecht zu sein und gleichgültig gegenüber schlimmen Dingen, die geschehen. Weiter sagte Malachi, ihr werdet eine noch größere Überraschung erleben, wenn er kommt, um schlechte Menschen zu bestrafen, denn die Reinigung wird in seinem Tempel beginnen. Wie das Neue Testament besagt, beginnt das Gericht im Hause Gottes. Und er erklärt, ihr schreit danach, dass Gott böse Menschen bestrafen soll, doch wenn er es tut, wird er sich mit euch befassen. Er sagt, die Priester werden hinausgeworfen und dann werden viele von euch ebenfalls aussortiert. Und er macht eine Liste dessen, was sie getan haben. Eine Liste mit Menschen, die Gott nicht fürchten und die gehen müssen, wenn Gott kommt, um zu richten. Zauberer, Ehebrecher, Meineidige, diejenigen, die Arbeiter um ihren Lohn betrügen, jene, die Geld zurückhalten, obwohl sie es schulden, diejenigen, die Witwen und Vaterlose unterdrücken und jene, die Ausländer und Einwanderer ungerecht behandeln. Er betont weiter, wenn Gott kommt, um zu reinigen, sind sie diejenigen, die gehen müssen. Das ist eine ziemlich direkte Aussage. An diesem Punkt ändert sich der Tonfall. In all diese Anschuldigungen mischt sich ein Appell Gottes. Und Gott spricht kurz von Herzen zu ihnen und sagt, weil ich mich nicht ändere, werden sie nicht wiederhergestellt. Weil ich erstaunlich geduldig bin, richte ich nicht so schnell. Ihr habt eine lange Geschichte der Untreue hinter euch, doch ich bin euch immer noch treu. Ihr mögt meinen Bund brechen, aber ich werde das nie tun. Ich bin immer noch an euch gebunden. Ihr mögt euch von mir abgewandt haben, aber ihr könnt immer noch umkehren. Kehrt zu mir zurück, und ich werde zu euch zurückkehren. Da ist es wieder. Sehen Sie, wenn wir uns von Gott entfernen, entfernt er sich von uns. Aber wenn wir zu ihm zurückkehren, kehrt auch er zu uns zurück. Gott steht in einer dynamischen, wechselseitigen Beziehung zu seinem Volk. Und er geht ständig auf die Menschen ein. Wenn sie ihn aufgeben, gibt er sie auf. Aber wenn sie zu ihm zurückkehren, kehrt er zu ihnen zurück. Wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt, läuft ihm der Vater entgegen. Gott begegnet uns ständig dort, wo wir sind. Er reagiert auf uns und spiegelt uns unsere Haltung ihm gegenüber wider. Das ist die dynamische Beziehung, die wir zu Gott haben. Manche Menschen stellen sich Gott so vor, dass er weit oben im Himmel sitzt, nur Befehle erteilt und uns wie Marionetten herumschubst. Das ist nicht das Bild der Bibel. Das biblische Bild ist das eines Gottes, der ständig auf uns reagiert, der seine Meinung ändert, wenn wir uns ändern, der bereut, wenn wir bereuen, der zu uns zurückkehrt, wenn wir zu ihm zurückkehren. Das ist das dynamische Bild. Es ist eine sehr lebendige Beziehung. Nun sagt Malachi, dass sie Gott bestehlen. Wie das? Wir haben Gott noch nie bestohlen. Oh doch, ihr habt den Zehnten und die Opfergaben nicht bezahlt. Erkennen Sie, wie Malachi sie festnagelt? Sie widersprechen und sagen, so sind wir nicht. Er entgegnet, doch, das seid ihr. Er spricht es aus und sie können ihm nichts entgegnen. Sie haben weder den Zehnten noch die freiwilligen Opfergaben an Gott entrichtet. Er sagt, deshalb steht ihr unter einem Fluch. Denn das Gesetz des Zehnten und das Gesetz des Mose besagen, dass Gott euch segnet, wenn ihr den Zehnten zahlt. Und wenn ihr das nicht tut, verflucht er euch bis in die dritte und vierte Generation. Gott sei Dank stehen Christen nicht unter diesem Gesetz. Ich habe in meinem Leben noch nie den Zehnten gepredigt. Ich predige das Geben. Denn im Neuen Testament sollen wir aus Dankbarkeit geben und der Herr will ihre Gabe nicht, wenn sie ihm nicht geben wollen. Aber im Alten Testament mussten sie den Zehnten geben. Das ist kein christlicher Brauch, sondern ein jüdischer Brauch. Meine Frau und ich saßen einmal in einer Kirche und hörten einem jungen Mann zu, der über den Zehnten predigte, was er nicht hätte tun sollen. Aber wenigstens war er ehrlich und erzählte die ganze Geschichte. Er sagte, wenn ihr nicht den Zehnten gebt, werden eure Enkel und Urenkel leiden, denn das Gesetz besagt bis zur dritten und vierten Generation. Ihr werdet unter dem Fluch stehen und eure Enkelkinder auch. Wollt ihr das? Dann lasst uns das Opfer für heute Morgen einsammeln. Und es wurde die größte Kollekte seit Jahren. Allerdings sagte ich hinterher zu den Leitern dieser Gemeinde, das war eine böse Lehre. Wenn man schon den Zehnten lehrt, dann muss man auch den Fluch des Nichtgebens und den Segen des Gebens lehren. Juden kann man das sagen, aber das einer christlichen Gemeinde zu erzählen, ist verwerflich. Es führt dazu, dass die Menschen aus Angst geben. Doch im neuen Bund hat der Herr einen fröhlichen Geber lieb. Ich sage das nur, weil zu viele Kirchen den Zehnten lehren. Aber dieses Gesetz gilt nicht für Christen. Wir sollen aus reiner Dankbarkeit Gott gegenüber geben.
Und offen gesagt, Gemeinden, die diese Art von Geben lehren, erhalten weit mehr als den Zehnten. Für manche Menschen wäre der Zehnte viel zu wenig, für andere viel zu viel. Wir müssen viel flexibler sein. Doch damals standen sie unter dem Gesetz. Und Malachi sagt, ihr steht bereits unter dem Fluch, weil ihr den Zehnten nicht gebracht habt. Und weiter, wenn ihr wieder gesegnet werden wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus des Herrn und seht, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und einen überfließenden Segen ausschütte. Leider verwenden christliche Prediger diese Aussage und ignorieren den Vers über den Fluch, der davorsteht. Das ist Rosinenpickerei im Alten Testament, und das sollten wir wirklich nicht tun. Doch was meint Malachi mit den Fenstern des Himmels? Buchstäblich Wolken und Regen. Denn der Fluch hatte ihnen Dürre gebracht. Und er sagt, ich werde die Fenster des Himmels öffnen und es schütten lassen. Er meint damit, ich werde euch wieder Regen geben, wenn ihr nur tut, was ich euch gesagt habe, und den Zehnten bringt. Dann wird es mit euch ein gutes Ende nehmen. Dann beschuldigt er sie der Verleumdung. Und sie fragen ihn, wie haben wir Gott verleumdet? Und Malachi sagt mit seiner scharfen Zunge, weil ihr behauptet, es ist sinnlos, Gott zu dienen. Es ist zwecklos. Es zahlt sich nicht aus, religiös zu sein. Und er erklärt ihnen, das ist eine Verleumdung Gottes. Sie sagten damals, dass sogar die Bösewichte Erfolg hätten, dass es sich also nicht lohnen würde. Die Menschen, die Gott herausforderten, schienen damit durchzukommen. Warum sich also die Mühe machen? Malachi bezeichnete das als Verleumdung Gottes. Hatte all dies nun irgendeine Wirkung? War Malachi ein ebenso wirksamer Prediger, wie es zuvor Haggai und Sacharja gewesen waren? Reagierte das Volk auf ihn? Die Antwort ist, einige taten es. Einige brachen auf, nachdem sie Malachis Prophezeiung gehört hatten, und kamen in einem Hauskreis zusammen. Ein Hauskreis hier und ein Hauskreis dort. Und sie nahmen beim Abendessen nicht den Prediger auseinander, wie es so viele tun. Sie diskutierten nicht über den Boten, sie diskutierten über die Botschaft. Und sie taten Buße und sagten, dieser Prediger hat uns gemeint, wir müssen die Dinge in Ordnung bringen. Nur wenige reagierten allerdings so, und sie taten es in kleinen Gruppen in ihren Häusern. Und es heißt, dass Gott ihren Namen in einem Buch festhielt. Sie sprachen über Gott, also sagte Gott, ich schreibe sie mir auf. Ich notiere mir, wer auf diese Botschaft reagiert hat. Ein toller Gedanke, nicht wahr? Gott schreibt die Namen derer auf, die zuhören, dann darüber reden und etwas tun. Sie besprachen die Botschaft also miteinander und der Herr hörte sich ihre Gespräche an. Er muss gelächelt haben. Oh, sie haben es gehört. Er schrieb ihre Namen in ein Gedenkbuch. Sehen Sie, Gott schreibt Namen in Bücher. Und wenn Ihr Name nicht im Buch des Lebens steht, wenn es am Ende der Zeit geöffnet wird, wäre es besser für Sie, Sie wären nie geboren worden. Gott schreibt die Namen derer auf, die die Botschaft hören und sie annehmen, miteinander darüber sprechen und sagen, wir werden uns ändern. So kommen wir nun zum letzten Abschnitt dieser Prophezeiung. Es wird eine Trennung innerhalb des Volkes Gottes geben. In Israel wird der Tag kommen, an dem es in zwei Hälften geteilt wird, genau in der Mitte durch. Dieser Tag wird der Tag des Herrn genannt. Hier kommt der Tag wieder zur Sprache, wie wir es schon von Sacharja und anderen Propheten wie Amos und Joel kennen. Sie sprachen bereits über den Tag des Herrn, und jetzt spricht auch Malachi darüber. Es ist der Tag der Rechenschaft, der Tag der Abrechnung, der Tag des Gerichts. An diesem Tag wird es nur zwei Gruppen geben, die Gerechten und die Bösen. Menschen, die Gott dienen und andere, die es nicht tun. Menschen, die Gott verehren und andere, die ihn verachten. Solche, die demütig vor Gott sind und andere, die stolz und hochmütig sind. Auf der einen Seite die Gerechten, ich liebe die nächste Beschreibung. Wissen Sie, ich bin früher um 4 Uhr morgens aufgestanden, um 90 Kühe zu melken. Es gab zwei von uns, die das taten. Und im Winter hielten wir die Kühe im Stall. Es war oben in Northumberland und das Wetter war nicht geeignet, sie draußen zu lassen. Also brachten wir sie im Herbst rein. Dann haben wir sie monatelang mit Silage und Heu gefüttert. Und dann kam der Tag, an dem wir sie im Frühjahr zum ersten Mal rausließen. Wenn Sie auch nur ein wenig Ahnung vom Landleben haben, wissen Sie, was dann geschah. Selbst die älteste Kuh hüpfte wie ein Lamm. Und diese Kühe, diese alten, dicken, fetten Kühe, sprangen draußen vor Freude auf der Weide herum.
Und zwar wie wild geworden. Kälber tun das natürlich zu jeder Jahreszeit. Haben Sie schon einmal gesehen, wie Kälber plötzlich enthusiastisch werden? Pferde verhalten sich manchmal ähnlich und rennen plötzlich in vollem Galopp über die Wiese. Kälber tun so etwas und manchmal sogar alte Kühe. Und es heißt, dass an jenem Tag die Gerechten Gottes wertvoller Besitz sein werden. Und sie werden springen wie Kälber, die aus dem Stall gelassen werden. Ich sehe gerade dieses Bild vor mir. Ich habe es mir schon so oft vorgestellt. Ich kann förmlich sehen, wie einige von Ihnen an jenem Tag vor Freude hüpfen werden. Vielleicht sehen Sie ja sogar, wie ich es tue. Die Menschen werden so begeistert sein, so freudig erregt, wie Kälber, die aus dem Stall gelassen werden. Wir haben die Stalltüren immer geöffnet, wenn die Sonne stark genug war, an einem sonnigen Tag. Und es heißt, und die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen mit Heilung unter ihren Flügeln. Es ist ein Frühlingsbild in poetischer Sprache. Die Sonne scheint und die Menschen springen vor Freude und es ist Frühling. Leben. Die Menschen aber, die an diesem Tag verworfen werden, sind wie Stoppeln, die nach der Ernte verbrannt werden. Das ist in diesem Land nicht mehr erlaubt, weil der Rauch die Atmosphäre verschmutzt und über die Straßen zieht. Aber vielleicht haben Sie es bis vor kurzem noch gesehen, wie nach der Ernte ein ganzes Strohfeld niedergebrannt wurde und nur knisterndes Feuer hindurchlief und alles, was übrig blieb, Asche war. Malachi sagte, so wie die Kälber, die auf einer grünen, sonnenbeschienenen Wiese hüpfen, ein Bild für die Gerechten an diesem Tag sind, so ist die Asche der Stoppeln ein Bild für die Ungerechten, für die Menschen, die nicht auf Gott gehört haben. Es gibt drei wichtige Punkte, die erwähnt werden, die ich zum Schluss noch nennen möchte. Israel als Volk wird überleben. Es wird immer ein Israel geben, wie Malachi im Namen Gottes gesagt hat. Ich ändere mich nicht, ich nehme mein Wort nicht zurück. Doch das bedeutet nicht, dass jeder Jude, der jemals gelebt hat, gerettet wird. Das heißt es gerade nicht. Die Juden brauchen das Evangelium. Wir müssen es ihnen predigen, denn es gibt Hunderte von ihnen, die jetzt sterben und in die Hölle kommen. Der zweite Punkt, der klar ist, besagt, dass einige in Israel verloren gehen werden. Und der dritte Punkt, den Malachi verdeutlicht, ist, dass einige außerhalb Israels gerettet werden. Die Goyim, das sind wir. Das ist das Wort für Heiden. Die Goyim, so nennen die Juden die Nichtjuden, die Heiden. Und es heißt, dass einige in Israel verloren gehen werden und einige außerhalb Israels gerettet werden. Das sind wir. Jetzt kommen wir zu den letzten drei Versen, ein Postskriptum, ein Epilog. Und der dreht sich um die beiden größten Männer des Alten Testaments, Mose und Elia. Es ist der letzte Appell Gottes an sein Volk Israel in den Tagen des Alten Testaments. Das letzte Wort für 400 Jahre. Er sagt, erinnert euch an Mose. Kehrt zurück zu den Anweisungen eures Schöpfers, die er euch gegeben hat. Gott ist euer großer König. Kehrt zurück zu Mose. Und dann sagt er, Gott wird euch noch eine Chance geben. Er wird einen weiteren Propheten zu euch schicken, Elia. Und er wird als Vorläufer kommen und euch herausfordern. Elia war der erste große Prophet, der den Götzendienst und die Unmoral Israels anging. Das war seine Größe. Er war der Erste in einer langen Reihe. Elia, Elisa, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia. Doch Elia war der Erste. Mose war der Prophet, der sie aus Ägypten herausführte und ihnen den Bund und das Gesetz gegeben hatte. Doch Elia war der erste Prophet, der sagte, ihr habt das Gesetz gebrochen und müsst euch wieder dran halten. Und so endet das Alte Testament mit der Aussage, wenn ihr nicht auf Elia hört, dann wird das Land mit einem Fluch belegt werden. Das ist das letzte Wort in ihrem Alten Testament, damit er nicht kommt und das Land schlägt. Es soll heißen, das Land mit einem Fluch schlägt. Sie würden eine letzte Chance vor dem Tag des Herrn bekommen, einen weiteren Propheten, der den Weg des Herrn bereitete, einen Elia, der zur Umkehr aufrufen und die Generationen versöhnen und das Familienleben wiederherstellen würde und die Väter mit den Söhnen und die Söhne mit den Vätern versöhnen würde. Eine letzte Chance. Über 400 Jahre lang warteten sie darauf.
Sie wurden von den Ägyptern besetzt, zuerst von den Persern, dann von den Ägyptern, den Syrern, den Griechen und den Römern. Und dann kam ihre Chance. Plötzlich war da ein Mann, der wie Elia gekleidet war und dieselbe Nahrung wie Elia aß: Heuschrecken und wilden Honig. Und das Volk sagte: Er ist gekommen! Sie strömten herbei, um diesen Mann zu hören. Und dieser Mann verkündete die Botschaft, die Maleachi angekündigt hatte. Er rief die Menschen zurück zur Weisheit und zum Familienleben. Elia war gekommen. Aber er war nur als Vorläufer gekommen, um den Weg des Herrn zu bereiten. Im Neuen Testament findet man eine große Debatte darüber, ob Johannes der Täufer Elia war oder nicht. Und Jesus mischt sich sogar zweimal in die Debatte ein und sagt: Elia ist gekommen, er war mein Vetter Johannes. Maleachi und Matthäus stehen also in unserer Bibel Seite an Seite, denn das war das Nächste, was Gott gesagt hatte. Und Matthäus erzählt uns, wie Elia in der Person von Johannes, dem Täufer, kam. Er trug absichtlich die Kleidung des Elia und er aß auch die Nahrung des Elia. Das war die Offenbarung von Gottes nächsten Schritt. Ich finde es schön, dass Jesus, als er nach 2,5 Jahren diesen Wendepunkt erreicht hatte, die Jünger an den Fuß des Berges Hermon führte und sie fragte: Für wen halten mich die Leute? Sie sagten: Nun, manche halten dich für die Reinkarnation von Jeremia oder jemand anderem. Und er fragte sie: Aber wer sagt ihr, dass ich sei? Der gute alte Petrus, der die Wahrheit erkannt hatte, antwortete ihm: Du hast schon einmal gelebt, nicht wahr? Aber nicht hier unten, sondern dort oben. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagte Jesus zu Petrus, Jakobus und Johannes: Kommt mit mir auf den Berg. Und sie gingen auf den Gipfel des Berges, und Mose und Elia erschienen ihnen und sprachen mit Jesus. Maleachi hatte es verheißen, und es geschah genau so. Alle diese Beispiele aus dem Alten Testament sind zu unserem Nutzen geschrieben worden. Wir müssen das Neue Testament das Alte auslegen lassen. Wir stehen nicht unter Gesetzen wie Sabbat und Zehnten, doch wir stehen unter dem Gesetz Christi. Unter seinem Gesetz, das strenger ist als das Gesetz des Mose, wenn es um Ehescheidung, Wiederheirat und viele andere Fragen geht. Wir dürfen die Gottesfurcht nicht verlieren, das ist eine große Gefahr. Wenn man das Alte Testament vergisst, verliert man die Gottesfurcht. Vor allem müssen wir uns daran erinnern, dass das Gericht im Hause Gottes beginnt. Die Autoren des Neuen Testaments schreiben, genau wie Maleachi: Wenn Gott kommt, um zu richten, richtet er zuerst sein Volk und dann alle anderen. Das müssen wir uns merken. Es wird eine Trennung geben, sogar unter den Menschen in der Gemeinde. Also lasst uns nicht abdriften, lasst uns den Glauben nicht vernachlässigen, lasst uns nicht abtrünnig werden, lasst uns dranbleiben und weiter glauben, denn wer bis zum Ende glaubt, wird gerettet werden.